Warum wurde überhaupt die Polizei gerufen? Mhm. Ich bin sicher, er wird heute noch leben, wenn die Polizei nicht eingegriffen hätte. Egal, was passiert ist, wie sie sich rausreden wollen, dass sie ja nichts gemacht haben, dass das ein Schicksal war, dass es passiert ist. Ja. Aber meiner Meinung nach wäre die Polizei nicht da gewesen, würde heute noch leben. Also ich bin Sonja Fiebrand. Ich bin die Mama von Danny Oswald. Danny Oswald ist am 11. Juli bei einem Polizeieinsatz in Berlin ums Leben gekommen. Und wir wollen dringend aufklären, was Sache ist, was passiert ist. Wir wissen nichts. Es war sicher kein natürlicher Tod. Mein Sohn war Mittag verschwunden. Seine Freundin hat mich schon angerufen. Sie findet ihn nicht. Und hat dann gesagt, hier ist die Polizei. Danny ist scheinbar auf der Baustelle. Und sie besucht ihn später im Krankenhaus. Sie wusste nichts. Ich wurde erst um 18 Uhr von Melissa angerufen, dass Danny tot ist. Und ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, denn ich konnte es nicht verstehen. Es war überhaupt kein Anzeichen da. Aber hinterher haben wir erfahren, dass er angeblich randaliert hat, dass er betrunken war und verwirrt und scheinbar Passanten belästigt hat, die dann die Polizei gerufen haben und er dann davongelaufen ist, eben auf die Baustelle. Und das Nächste, das wir wussten, ist, dass er bei der Festnahme verstorben ist. Und sie haben gesagt, sie haben noch versucht, ihn zu reanimieren. Ich weiß nicht den genauen Tathergang. Ich weiß nur, dass er als verwirrter, scheinbar betrunkener Mann auf der Baustelle gefangen genommen worden ist. Aber wenn einer doch so verwirrt ist, dann muss man doch eigentlich den Krankenwagen holen und nicht die Polizei. Aber er kann es mir nicht mehr sagen. Ich wurde am Dienstagabend, den 11. Juli, von der Polizei dann angerufen und sie haben mir gesagt, dass Danny um 15:07 Uhr verstorben ist, dass er bei der Festnahme kollabiert ist und sie haben ihn auf der Baustelle reanimiert und gleich den Krankenwagen gerufen. Und dort ist er aber nochmal reanimiert worden, aber nach einer Stunde haben sie ihn für tot erklärt. Das wurde mir gesagt, die Beileidswünsche, und sie haben gleich gefragt, was denn mit seinem Rücken ist. Und ich habe natürlich Antwort gegeben, denn ich habe ja noch keinen Zusammenhang erkannt. Aber so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, dann haben sie sich wahrscheinlich auf seinen verletzten Rücken gekniet. Aber Er hat eine Vorverletzung am Rücken, ne? er hat eine Vorverletzung am Rücken. Er ist 50% schwerbehindert und hundertprozentig erwerbsunfähig, weil er Nägel und Zement im Rücken hat. Die unteren Wirbel waren versteift, ungefähr 15 Zentimeter hoch, mit Schrauben und mit Platten und mit Zement. Überhaupt gar keine Informationen. Wir haben weder einen Polizeibericht noch einen Obduktionsbericht. Und wir haben auch gehört, dass die ganze Situation auf der Baustelle gefilmt wurde. Diesen Film hat sich ein Polizeibeamter angesehen, aber wir haben immer noch keinen Einblick auf die ganzen Sachen. Das ist Auch, schrecklich. wir haben einen Anwalt, also ich habe einen Anwalt, der Vater von Danny hat einen Anwalt und seine Tochter. Er hat eine 5-jährige Tochter. Ich möchte auf jeden Fall, dass das komplett aufgeklärt ist, wie es passiert ist, um einfach nachfolgende Polizeieinsätze vorsichtiger zu gestalten. Meinem Sohn kann es nicht mehr helfen, aber vielleicht den Nachfolgenden.
die verhaftet werden. Und ich habe ein großes Problem. Wir haben jetzt eine große finanzielle Not und ich bin sehr froh, dass ein GoFundMe eingerichtet wurde und ich bin sehr froh über jede kleine Spende, die eingeht. Es haben schon viele Leute gespendet. Vielen, vielen Dank für alles. Aber es ist alles sehr teuer. Der Anwalt, die Beerdigung, die Überführung nach Dachau. Ja. Wir haben schon Strafanzeige gestellt. Ich will jetzt nicht. Ich will einfach nur Klarheit. Sagt, was passiert ist. Ich will das jetzt nicht einfach so lassen. Ja, okay, lassen wir's. Nee, ich will genau wissen, was passiert ist. Es geht nicht, dass man einen unsichern lässt. Ich bin die Mama. Ihr könnt doch nicht meinen Sohn töten und mir nicht sagen, was passiert ist. Ich bin es auch seiner Tochter schuldig, dass sie das später mal weiß. Sie verweigern uns jede Einsicht in die Polizeiberichte, in den Obduktionsbericht, in die Videokameras. Warum dürfen wir die nicht ansehen? Also ich will sie nicht ansehen, aber mein Anwalt vielleicht, ja. Ja. Und ich will nicht sehen, wie mein Sohn getötet wird. Und für mich war es definitiv eine Tötung.